Ich habe Post bekommen von YouTube. Also von einem YouTube-Fan. Ich? Was ist das denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Zum Geburtstag. Soll ich auspacken vor der Kamera? Briefbombe? Achtung, Tina, machst du den mal auf? Nein, Tina nicht. Ich. Ja, danke schön. Also, entschuldigen bitte nach vorne. Ja, genau. Alle, die nicht dafür können, bitte nach vorne. Er hat geschrieben, es ist keine Briefbombe. Er hat geschrieben, es ist keine Briefbombe, aber. Was ist das? Einkaufswagen, Chips, Berlin. Ah, Fahrradsalon Berlin. Hast du einen Schlüssel für den Grundanhänger? Ja. Das ist aber nett. Das ist ja witzig. Ja, das weiß ich nicht. Die sind voll nett irgendwie. Ja. Letztens hat auch einer angerufen, und immer steht ja im Internet. Naja, klar. Sie war und dann ruft einer an, ja, ich wollte nur sagen, mach weiter so, das ist total toll. Und die verfolgen, also die gucken jeden Tag und. Das war's, alles Gute. Ja. Das ist immer schön haben. Das hat er selber gemacht. 100 Pro. Achso, du meinst, er hat das machen lassen. Das sieht aber nicht aus wie eine Rucksack. Mama. Ah, siehst du noch ein Schiff? Nee. Ausstellung Berlin. Da kommen sie alle vor. Ist doch cool. Super! Tidä, tidä. Und? Mit Brief dazu. Ach, für die Zeit. Aber was? Das aber. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich kenne dich ja nur von YouTube. Das ist natürlich, ja, weiß man ja auch nicht. Man kennt sich ja nicht. Ja, super. Tina, jetzt machen wir mal eine Schriftanalyse. Was sagst du zu dem Schriftbild? Das ist schön aus, schön gerade. Hauptgeschrieben. Mhm. Sehr gut denken. Was hat das ein Mann, der das geschrieben hat? Ja. Er hat seine Frau das für ihn geschrieben. Meinst du, das ist eine Auftragsarbeit? Weißt du, die Frau musste das sticken? Musste deine Frau das machen? Ey, toll! Ich meine, gut, das ist privat gemacht, das siehst du, guck mal hier. Was ist das? Deswegen, weil ich mir so anders nicht so, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist richtig dick. Ist das selbst gemacht? Ist ja nett. Ist das selbst gemacht? Das ist angefertigt voll süß worden. Mensch, Tommy, du kriegst so tolle Sachen. Fahrradsalon Berlin. Da kommt das Auto in die Hand, vielleicht. Das ist ja gut. Aber, oder man könnte schreiben, Fahrradsalon Tommy. Ist cool. Weißt du schon? Ich dachte heute. Nein, Samstag. Wie, heute um 10. Ist vorbei. Samstagmorgen auch, ja? Nicht, dass du abends da stehst. Ich verstehe. Ja, wie, verstehst du jetzt wirklich? Carsten, am Samstagmorgen um 10 Uhr im Sixties. Samstagmorgen 10 Uhr. Ich hab's verstanden. Was bist du denn drauf? Bis später. Zum Frühstück, pünktlich, Carsten. Ja. Mach keine Dinger. Ja. Du brauchst doch keine Brötchen mitbringen, ist nur alle da. Tommy hat Geburtstag. Und keiner ist da. Und keiner ist da. Und keiner ist da. Der Tommy hat Geburtstag. Tommy hat. Die Geburtstag. Oh, du hast natürlich das Gebäck geschenkt gekriegt. Mann! Und Martina hat daneben. Ja, Mika hat Kuchen gebracht. Mika? Alter, Mika? Ja. Ist er vergiftet? Ist da Sahnschicht drin? Und was hat er dir auch gebracht? Oh, was ist das? Lieber Thomas. Die Katze sitzt schön voll im Kuchen. Für dich soll es heute 1000 Teller Suppe regnen und ein wattierter Downhill-Berg dir zu Füßen liegen. Danke für deine immer gewährte Unterstützung. Wünsch dir dein
aus. Wünsch dir einen forstigen Winter. Hoch die Tassen auf ein weiteres gutes, gut geöltes Jahr, Mika. Na Mensch, na. Das ist richtig ernst. Ja, was ist denn da los? Was ist denn Titte? Mika, was ist denn los mit dir? Was ist das sentimental? Eine Kuwahara Sattelschütze, ich fasse es nicht. Ist das gut? Ja, eine Plastitude. Die brauche ich nämlich, die fehlt mir nämlich. In der Sammlung. Ja, was heißt in der Sammlung? Die fehlt mir im Fahrrad und eine Kuwahara Sattelstütze. Also Mika, Dankeschön. Das kann man auch noch an. Oder? Das ist ja auch richtig, ja, die ist an. Also das finde ich richtig gut. Na, aber du mal die. Da, halt. Da kannst du nicht gegen ankommen. Nee, weil die Geschenke waren blöd. Echt? Ja, das sagt sie über ihre eigenen Geschenke, die ist ja echt. Ich kam von Herzen mal. Die Sattelstütze kam von Herzen, ja, das finde ich jetzt. Aber auch, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine depressive Phase meine Frau gerade durchmacht, aber das muss wahrscheinlich daran liegen. Gib doch mal her, da meine Geschenke! Muss ja nicht wegräumen. Da habe ich eine Kiste Pralinen, oder? Hochwert. Das ist eine Kiste Pralinen tatsächlich, habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Und das ist so, als wenn man von seiner Eltern ein paar Socken bekommen. Nee, natürlich nicht. Das sind natürlich sehr gute Pralinen. Nee, jetzt gibt es erstmal Kuchen und dann wird ja mal so und die Kerze ausgepustet. Und dann habe ich hier eine Einladung bekommen zum. Warum machst du denn das? Das war bei der Kita, also du hast jetzt. Ich habe nur meine Füße bewegt. World of Diner, First Class Entertainment Einladung. Hallo Skadi, na, wie geht's dir? Na gut, nee, weitermachen. Das ist hier, ich weiß ja nicht, was das ist. Einladung zum Krimi-Dinner. Einladung zum Krimi-Dinner. Einladung zum Krimi-Dinner. Da muss ja nicht meine Frau abschleppen, jetzt meine Frau. Ich schlepp ich ab. Interessiert wahrscheinlich auch keinen, aber das ist die Einladung zum Krimi-Dinner. Ja, mich interessiert schon, weil ich hab's dir geschenkt. Mhm. Na ja, tschau. Tschüss. Ja, ich schlafe halt, Mutti. Also. Ich nicht mal nicht. Du wolltest noch mit Papa Kuchen essen. Na, das ist gar na, das interessiert dich ja auch nicht. Der Geburtstag. Was ist denn los? Ich möchte ja nicht bei dir hinsetzen. Lecker ist der Käse? Ich muss ja nicht aufpassen. Das ist doch mein Baby. Wie? Ja, wie war das wichtig so auf den Kuchen? Ich dachte, das ist vorbereitet ein bisschen Performance hier. Ey, du bist weg die ganze Zeit. Was soll ich denn da vorbereiten? Das naja, das kannst du mal sehen. Hier? Ich hab zu tun. Immer. Auch an meinem Geburtstag. Na ja, Mensch. Ank kümmert sich auch mit um die Vorbereitung. Ja, also gut. Wollen wir mal irgendwo mit der Käse und fragen, ob sie den kurz in den Kuchen. Ist das Käse oder Quark? Ja, Käse. Wer hat denn den ausgesucht, den Käsekuchen? Der Zufallscomputer. Blume, komm, wir singen nochmal für Papa. Hier ganz Sünden raus. Darf ich anzünden? Oh Mensch, das ist eine 40. Ey, wer wird denn hier 40? Ey, hör mal auf. Das ist gar nicht, Mensch. 40 Monate? Mami, kann ich das da jetzt ausprobieren? Nein, ich? Nein, und er schon. Du warst denn oder du? Du hast halt auch schon schnell. Mann. So, Papi, das ist du. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Alle Gute für dich, alles Gute für dich. Nicht so schnell. Mit Hackfleisch im Gesicht. Setzt euch mal hin. Hack, hack, hin. Der Dennis hat mir Blumen mitgebracht. Und, was macht ihr denn jetzt da? Ich hab die Wurzel besser, ja? Ich hab Geburtstag. So, wollen wir jetzt singen für Papa? Wenn das alles so einfach wäre. So, Skadi, wir singen jetzt. Geburtstag mir. Happy Birthday to you. Ich habe noch ein Feuerzeug irgendwo. Happy Birthday. Kriegst du nicht mit? Lieber Tode. Happy Birthday to you. To me. Der Bart brennt. Bravo! Alles gut. Ich sag
Kerze. Ich muss ihn anschneiden. Ja. Anschneiden. Wo sind meine Messer? Wieso? Was ist denn das jetzt? Da muss ich anschneiden, muss ich mein Messer. Ich muss ihn anschneiden, kann ich einfach reinfallen lassen, das Messer. Der geht automatisch durch. Hältst du fest? So eine andere Zutat. Das ist ja Keksboden, wa? Also ist ja, ist ja Keksboden. Mhm. Wie heißt denn der Kuchen? Was heißt der? Käsekuchen. Ja. Ja, Käse. Mit Knie, ja. Das ist ein Käsekuchen. Das hier habe ich bekommen vom Papi. Oh, so schlecht. Hier, da musst du was reinpacken. Hier. Nein. Da muss man was zu verstecken. Der heißt New York Cheesecake. Ah. Ach, was für eine typische Grassorte, die heißt so. Komm, hier, hier meine Kuchen. Wo ist denn jetzt Miklas Kuchen? Den muss man ja auch mal angucken. Ja, ich hab zugemacht. Ach, oh, echt? Den muss man ja auch noch mal essen. Um Gottes Willen, nee. Mit Suff oder ohne Suff? Morgen. Ich kann das ja eh nicht essen, wenn der Alkohol drin ist. Ist das Alkohol? Oh, ey, wer soll denn das essen, ey? Riecht doch mal dran, ey. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Naja, Schokolade riecht Kakao. Ja, da ist kein Alkohol drin. Das riecht jetzt nicht sehr alkoholisch. Aber was soll man nur sagen? Also riecht jetzt wirklich aber nicht so. Na. Ja, das kann man nicht. Kaffee. Mit Kaffee, genau. Ja, macht man da nicht auch Amaretto. Amaretto rein, ja. Aber das ist, aber man kann nur nee, das ist Kaffee, das ist kein Alkohol drin. Oder Kaffee nehmen, ja. Also das ist. Weil da eigentlich kann sowas auch ganz gut, muss ich sagen. Mann. Ist das ganz normaler Kuchen? Ich wollte schon, hast du ihn nicht gefragt? Nee. Nur ein Stück nehmen, oder? Ja, muss schön aus die Rolle. Ja, kannst du ja. Was zu schade zum Essen war. Ja, guck mal, wie perfekt. Ja, perfekt, also Moment mal. Jetzt nimmt es ja komische Formen. Na, als Künstler, ne? Ja, das Spiel für Form und Farm und ja, du kannst ja, Farbe, Form und Design. Stillleben das nachmalen. Ich schon als Kind ästhetisch. Das war mein Geburtstag. Schauen wir mal, was der morgige Tag bringt. Im Früh aufstehen muss ich. Um 5 Uhr fahren wir hier los. Oh, mal gespannt. Also, macht ihr gut. Wir sehen uns morgen. Nicht, sondern übermorgen erst wieder, weil ich auf der Baustelle bin. Da kann ich nicht hochladen. Da werde ich einfach nur filmen. Ne? Also ein bisschen was werde ich filmen jetzt über die 2 Tage. Nicht alles, weil... Wie gesagt, uns reicht der Akku nicht und alles. Also bis morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.